Meine Damen und Herren, danke für Ihre Geduld. Was ein bisschen länger dauert, sollte auch gut werden. Ich darf mich Ihnen noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Riedel. Von Hause aus bin ich Humanmediziner, habe 10 Jahre in der Klinik gearbeitet, dann noch BWL studiert, war dann bei KPMG, keiner prüft mehr genau, Prokurist in der Wirtschaftsprüfung und bin seit nun fast 10 Jahren Studiengangsleiter und der Rheinischen Fachhochschule für den Studiengang Medizinökonomie und leite unser Wissenschaftsinstitut. Zu meiner Linken werden die Herren sich gleich vorstellen. Zunächst mal Herrn Meyerhoff, dann Herr Dr. Jedamczyk, Herr Dr. Güsken und Herr Vogelsang. Die Kollegen werden sich gleich Ihnen auch noch persönlich kurz vorstellen. Sie sitzen jetzt voller Spannung hier, was eHealth ist. Darüber haben wir eben auch lange diskutiert, nicht nur bei der Auswahl zu dem Thema. Aber man kann damit anfangen, telefonieren könnte eHealth sein, wenn Sie einen Befund durchgeben. Wenn Sie einen Arzt, einen Fax benutzen, um einen Arztbrief zu senden, könnte das auch eHealth sein. Es könnte aber auch sein, kommt jemand von Ihnen aus der Praxis, niedergelassenen Praxis? Keiner? Dann werden Sie auch nicht das Vergnügen haben, ein Praxis-Software-System demnächst zu haben, was auf Windows 7 umgestellt wird. Oder, ja, ich weiß, Sie haben das schon, aber es funktioniert nicht so ganz. Dann gibt es KISS-Systeme. Wir können über Teleradiologie reden, wir können Telekardiologie diskutieren. Also es gibt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Und der letzte Punkt, der uns wirklich alle in Atem hält, sind die unterschiedlichen Informationen zur elektronischen Gesundheitskarte, die mit unterschiedlichen Papieren und Statements auch von Herrn Rösler, unserem Gesundheitsminister, uns täglich in Atem halten. Und ich freue mich, dass die Herren jetzt hier auch gleich den Mut haben, sich zu entsprechend zu positionieren. Zwar einmal Herr Meyerhofer aus dem Bereich der Industrie, Herr Dr. Jedamczyk aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzte und Vorstand eines Arztnetzes, Herr Dr. Güsken aus der Sicht der Krankenhäuser und Herr Vogelsang aus Sicht der Krankenkassen. Also damit sind alle Leistungsbereiche vertreten, die im Bereich eHealth als Protagonisten arbeiten. Wir werden hier primär Statements haben und einige Grundsatzfragen diskutieren und laden Sie dann ein, im Anschluss daran in den Workshop-Raum uns zu folgen. Dann können Sie Ihre Fragen mit uns gemeinsam diskutieren und da wird uns der Stoff sicherlich ausgehen. Ich wünsche uns auf jeden Fall jetzt spannende Diskussionsminuten und Stunden und freue mich auf Ihr persönliches Engagement auch. Ja, darf ich beginnen mit meiner Vorstellung ganz kurz. Mein Name ist Matthias Meyerhofer. Ich bin Vorstand des VAITG, Verband der Hersteller für IT im Gesundheitswesen und gleichzeitig Vorstand der Meyerhofer AG, eines KISS-Anbieters, der seit 20 Jahren sich mit den verschiedensten Technologieströmungen des Gesundheitswesens beschäftigen darf. Und für uns ist natürlich gerade eHealth ein ganz spannendes Thema, wenn man nicht genau weiß, was die eigentliche Definition davon ist. Das ist eines unserer Hauptprobleme, dass jeder unter eHealth seine eigene Definition findet. Und das wird eine der Aufgaben dieser Diskussionsrunde sein, dass wir uns da etwas klarer versuchen darzustellen. Aus industrieller Sicht gibt es da eine ganz klare Perspektive, aber ich denke auch aus Krankenhaus- und Leistungsträgersicht auch eine, wo wir sehr gespannt sind. Ja, recht schönen guten Morgen. Mein Name ist Siegfried Jedamczyk. Ich bin niedergelassener Arzt, müsste normalerweise jetzt in der Praxis sitzen. Freue mich trotzdem, dass ich hier bin, Herr Professor Riedel, und möchte ein paar Anmerkungen machen zum Thema eHealth. Ich denke, seit 10 Jahren läuft dieses Thema quer durch die Lande, angefangen von Gesundheitskarte über Praxisverwaltungssysteme, Krankenhaussysteme. Was wollen wir denn im Grunde genommen haben? Wir wollen eine Integration haben über die Grenzen darüber hinweg zwischen niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und verschiedenen anderen nicht verkaufenden Berufen. Bisher sind wir nicht so besonders weit gekommen. Thema elektronische Gesundheitskarte, Thema Mobile Health. Ich denke, da werden wir uns unterhalten. Und gerade Ärztenetze, ich bin Vorstand eines großen Ärztenetzes in Bayern, gerade Ärztenetze haben den Wunsch, sich zu vernetzen, Daten auszutauschen, wobei bei uns absolut nicht das Thema elektronische Gesundheitskarte im Vordergrund steht, sondern der Austausch von Arztbriefen, von Röntgenbildern, von Ultraschallbildern. Also das ist ein Thema, das hoffentlich die nächsten 1-2 Jahre zum Fliegen kommt. Ansätze sind genug vorhanden.
Es gibt zwischenzeitlich sehr viele Lösungen in verschiedensten Regionen Deutschlands. Wenn ich daran denke, wir haben ungefähr 700 Arztnetze. Die Arztnetze sind alle momentan am, ja, ich möchte mal fast sagen, am Basteln, um ihre Praxen miteinander zu verknüpfen. Ich hoffe, wir werden im Laufe der Diskussion und im Workshop noch darauf kommen. Ich glaube, ich bin mit dem Mikrofon einigermaßen autark. Johannes Güsken ist mein Name. Ich komme aus Köln. Und das ist irgendwie immer ein Problem zwischen Köln und Düsseldorf. Heute Morgen hat mein Auto schon gestreikt, der wollte einfach nicht nach Düsseldorf. Und ich bin froh, dass jetzt die Runde auch komplett ist und wir alle hier sind. Thema E-Health im Krankenhaus beschäftigt uns natürlich, obwohl es mit Sicherheit nicht der wichtigste Themenpunkt ist und Diskussionspunkt, den wir im Krankenhaus zurzeit zu bearbeiten haben. Ich bin Geschäftsführer der Mariahilf NRW. Wir betreiben Krankenhäuser, Akutkrankenhäuser in Wesseling, zwischen Köln und Bonn gelegen. Für diejenigen, die die Region nicht so kennen, ein Akutkrankenhaus hier in Düsseldorf, eine Akutpsychiatrie in Gangelt nahe der holländischen Grenze und eine große Behinderteneinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Einrichtungen der Altenhilfe. Und Sie können sich vorstellen, dass allein in einem solchen Verbund die Frage nach telematischen Verbindungen und Beziehungen eine große Rolle spielt. Dazu kommen die Verknüpfungen. Sie sprachen eben bereits davon, die Frage, wie kriegen wir denn die Radiologie zum Beispiel mit den Stationen verknüpft. Wie kriegen wir das Labor damit verknüpft? Da bieten die KISS-Systeme natürlich eine Menge Chancen und Möglichkeiten, aber die KISS-Systeme brauchen dann auch immer sogenannte Schnittstellen. Ich habe noch nie begriffen, warum das Schnittstelle und nicht Verbindungsstelle heißt. Ich denke immer, bei einer Schnittstelle geht was kaputt, da ist das getrennt. Mir wäre Verbindungsstelle da sehr viel lieber. Aber das, funktioniert. Das ist ganz einfach, eine Schnittstelle funktioniert halt nicht. Das ist die erste logische Erklärung, die dafür mal jemand gibt, dass man das dann Schnittstelle nennt und nicht Verbindungsstelle. Wenn man der Sprachphilosophie von Wittgenstein folgt, dann weiß man ja, dass Worte Wirklichkeit schaffen. Also sollte man dann vielleicht mal von der Verbindungsstelle sprechen, wäre dann näher dran. Uns machen im Alltag, wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich zunächst auch mal mich selbst, macht die Technik und die EDV und alles, was damit zusammenhängt, schon Probleme. Zum einen Kostenprobleme, zum anderen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, verstehe ich das, was da oft in dem Bereich geschieht, nicht. Es werden dann große Begriffe geprägt und Sie müssen sich dann als derjenige, der die Verantwortung für bestimmte Dinge dann übernehmen muss, absolut auf die Aussagen von Fachleuten verlassen. Und ob das dann immer stimmt, in Köln sagt man, die eine Sache so und die andere Sache so. Also die einen sagen so und die anderen sagen so. Richtig kann beides sein, in vielen Fällen ist beides falsch. Aber ich denke, da werden wir gleich noch drüber reden. Die Frage nach den unterschiedlichsten Medien, also wir haben eben im Vorfeld schon überlegt, was ist denn E-Health? Das fängt ja im Grunde genommen mit dem Faxgerät an, mit dem Telefon, und geht halt weiter ja bis hin zur ja elektronischen Patientenüberwachung über Medien, dass der Herzinfarkt rechtzeitig in irgendeinem Zentrum 400 Kilometer entfernt erkannt werden kann und dann die entsprechenden Schritte ausgelöst werden. Wir sind im Krankenhausbereich, im Altenhilfebereich natürlich auf E-Health im weitesten Sinne angewiesen, ohne diesen neuen in Anführungsstrichen Medien, ließe sich sicher heute auch keine Krankenakte mehr führen.